Einen schönen guten Abend zu unserem Webinarangebot der Grünen im Bayerischen Landtag heute Abend. Ein Ratgesetz für Bayern, für Klimaschutz, für Sicherheit und Lebensqualität. Ich freue mich riesig, dass sich wieder so viele Leute interessieren. Wir haben über 100 Angemeldete. Ungefähr die Hälfte ist auch schon da. Es kommen immer noch Leute rein. Ich benutze die Zeit, bis alle, die sich zuschalten möchten, dann auch da sind mit einer kurzen Begrüßung. Unsere Webinarreihe geht ja jetzt schon seit Beginn der Pandemie mehr oder weniger, hatten sehr viele, sehr spannende Webinare zu verschiedenen verkehrspolitischen Themen, auch schon mal mit Bernadette Felsch, der Landesvorsitzenden des ADFC, die ich hiermit herzlich begrüßen möchte. Gibst uns schon zum zweiten Mal die Ehre. Diesmal greifen wir ein Thema auf, das der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, der ADFC, in Bayern bei der letzten Landtagswahl als eine Kampagne gefahren hat und alle Parteien mit dem Vorschlag eines Radgesetzes konfrontiert hat und dazu auch Veranstaltungen gemacht hat, an die ich mich sehr gut erinnere. Aber zumindest bei einer oder zwei durfte ich als Redner mit dabei sein. Und ja, dieses Thema Radgesetz hat uns beschäftigt schon im Herbst 2019, noch vor der Pandemie, mit einem Fachgespräch, das wir durchgeführt haben im Bayerischen Landtag als Grüne Landtagsfraktion und festgestellt haben, ja, das ist tatsächlich ein Bedarf. Es braucht ein Radgesetz für Bayern mit etwas Verzögerung, halt auch pandemiebedingt ist es jetzt aber gelungen, einen Radgesetzentwurf vor wenigen Wochen in den Bayerischen Landtag einzubringen. Und deswegen haben wir heute auch das Webinar, um uns den genauer anzuschauen und uns auch mit dem Thema Radgesetz für Bayern genauer zu beschäftigen. Ich freue mich, dass unter den vielen Interessierten und Angemeldeten und Anwesenden sehr, sehr viele KommunalpolitikerInnen der Grünen, aber nicht nur, heute anwesend sind, um sich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen. Radverkehrspolitik betrifft natürlich genauso wie Fußverkehrspolitik besonders stark die Kommunen, weil die Umsetzung vor Ort passiert. Aber tatsächlich scheitern Kommunen oft an den gesetzlichen Rahmenbedingungen, an Verordnungen, an technischen Vorschriften, sodass der Radverkehr, auch der Fußverkehr, nicht so gestaltet werden kann, wie man es sich idealerweise wünschen würde. Deswegen braucht es andere Vorgaben, andere gesetzliche Rahmenbedingungen, mit denen beschäftigen wir uns heute. Also schönen guten Abend an alle Kommunalos. Einen davon greife ich stellvertretend heraus, den Paul Pickelbacher, Stadtrat in München. Und zwar greife ich ihn deswegen heraus, nicht weil München eine große Stadt ist, sondern weil er auch ein Vertreter des Fußverkehrsfachverbands Fuß e.V. ist und das Zusammenspiel von Fuß- und Radverkehr natürlich nicht immer konfliktfrei, aber sehr wichtig, ein wichtiges Thema ist und oft ja auch nur die Konflikte daraus entstehen, dass der Platz nicht reicht. Und das wiederum ist ein Thema für eine gute Rahmengesetzgebung. Ferner darf ich begrüßen VertreterInnen verschiedener Fachverbände, ADFC selbstverständlich, nicht nur die Bernadette ist da, sondern noch etliche weitere aus Kreisgruppen und auch aus dem Landesvorstand und Landesgeschäftsstelle vom Verkehrsclub Deutschland, VCD, darf ich den Vorsitzenden Bernd Sluka begrüßen und weitere Mitglieder des Landesvorstands. Ferner sind VertreterInnen der Fachpresse anwesend. Meine Fraktionskollegin Uschi Sober, unsere baupolitische Sprecherin, freut mich sehr, dass du dir auch Zeit nimmst. Und diverse VertreterInnen von Bürgerentscheiden, Radverkehrsinitiativen und uns aus unserer Landesarbeitsgemeinschaft Verkehr von den Grünen sind VertreterInnen da und ebenso von KRIPS, von unserer kommunalpolitischen Vereinigung. So viel zur Begrüßung. Jetzt will ich aber gar nicht länger uns auf die Folter spannen. Inzwischen haben auch die meisten hereingefunden und ich konnte die Zeit überbrücken. Ich übergebe jetzt an unseren Gast und unsere Fachreferentin, die Landesvorsitzende des ADFC. Bernadette, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Markus. Herzlich willkommen auch von mir. Ich will kurz erklären, wie und warum wir vom ADFC Bayern denn dazu gekommen sind, ein Ratsgesetz zu fordern und was wir uns da vorstellen. Ich habe auch Präsentationen, aber dafür müsstest du mir ja jetzt den Bildschirm übertragen. Sehr schön. Ja, dann fange ich an. Also wie gesagt, ich wollte erklären, warum wir ein Ratsgesetz fordern und noch kurz zum ADFC. Der wurde vor 40 Jahren gegründet und ist weltweit die größte Radverkehrslobby. Und unsere Arbeit basiert auf zwei Säulen. Das eine ist der Radtourismus und das andere die Radverkehrspolitik.
Und wenn man jetzt die Radverkehrspolitik kurz zusammenfasst, dann ist unser Ziel, wir wollen, dass mehr Menschen öfter Rad fahren und dass sie eben dafür eine sichere, durchgängige und komfortable Infrastruktur vorfinden. Dann die nächste Folie bitte, Fabian. Auf unseren Vorschlag hin hat sich irgendwann dann auch die bayerische Staatsregierung bewegt und 2013 zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern gegründet. Und wir haben mehrere Antragspakete auch eingebracht. Und daraus wurde dann 2017 das Radverkehrsprogramm Bayern 2025 beschlossen. Darin stehen ganz ambitionierte Ziele, zum Beispiel, dass der Radverkehrsanteil bis 2025 auf 20% verdoppelt werden sollen. Und dafür ist ein Radwegebauprogramm geplant. Es sollen Abstellanlagen geschaffen werden. Die Verkehrssicherheitsarbeit soll verstärkt werden. Der Radtourismus soll gefördert werden. Und die sogenannte Multimodalität zwischen Rad und Bahn, die soll auch verbessert werden. Und für das alle soll auch Öffentlichkeitsarbeit erfolgen. Das ist jetzt alles im Prinzip total super, aber es gibt ein ganz gravierendes Problem. Es steht nirgendwo geschrieben, wie denn diese Ziele erreicht werden sollen. Und es werden auch keinerlei Ressourcen und Maßnahmen dafür bereitgestellt. Also die wurden nicht mitbeschlossen mit dem Radverkehrsprogramm. Dann kannst du die nächste Folie nehmen. Und wir wollen eben, dass das Radverkehrsprogramm kein Papiertiger bleibt. Und deshalb haben wir darauf hingewiesen, dass es einen verbindlichen Maßnahmenplan zum Radverkehrsprogramm Bayern 2025 braucht und dass es auch deutlich mehr Geld und genug Personal für die Umsetzung braucht. Unsere Forderung damals, 2017, da war das Radverkehrsbudget 56 Millionen Euro hoch, war, dass wir das mindestens verdoppeln. Aktuell ist es 40 Millionen. Also es ist immer noch nicht verdoppelt. Heute würde ich sogar sagen, wir waren da sehr bescheiden und man müsste das nochmal deutlich, deutlich mehr fordern. Und wir haben auch eine Verdreifachung der Stellen gefordert. Damals gab es 3 Stellen im Verkehrsministerium, die für den Radverkehr in ganz Bayern zuständig waren. Inzwischen sind es gut 4, aber es ist natürlich immer noch viel, viel zu wenig für ganz Bayern. Das Ziel, das wir haben, ist ein sicheres, komfortables und durchgängiges Radwegenetz in ganz Bayern, gute Radabstellplätze auch an den bayerischen Bahnhöfen und eine deutlich verbesserte Fahrradmitnahme in Bus und Bahn, denn Bayern ist hier immer ganz besonders schlecht. Bei unserem Fahrradklimatest belegt es immer die ganz hinteren Plätze. Und wir haben Nachbarland Baden-Württemberg, da kann man sein Rad immer überall kostenlos mitnehmen. Und bei uns ist es reine Glückssache, ob man überhaupt mit dem Rad reinkommt in den Zug. Außerdem ist es recht kompliziert und teuer. Kurz gesagt wollten wir klar machen, dass wir eine sichere und spannende Mobilität für alle wollen. Dann die nächste Folie. Weil das einfach nicht so passiert, haben wir dann Ende 2017 beschlossen, zur Landtagswahl ein Radgesetz für Bayern zu fordern. Inspiriert hat uns da natürlich Berlin. Dort wurde ja auf Druck des Volksentscheids Fahrrad das erste deutsche Mobilitätsgesetz zur Förderung des umweltfreundlichen Verkehrs verabschiedet. Und darin ist nun ein sehr großes Radverkehrskapitel enthalten, das auch das erste Kapitel war, das verabschiedet wurde. Wir wollten außerdem die bayerische Staatsregierung anspornen, das erste Flächenland zu werden, das ein solches Gesetz erlässt. Und dieses Gesetz soll einen rechtlichen Rahmen setzen und die Vorgaben für die Ressourcen und eine einheitlich gute Infrastruktur enthalten. Ohne einen solchen Rahmen und festgeschriebene Mittel bleibt es nämlich jeder Kommune selbst überlassen, wie sie den Radverkehr fördert und ob sie ihn überhaupt fördert. Ergo hängt es von der Kassenlage und von dem politischen Willen vor Ort ab, was passiert. Und die Radwege sehen überall unterschiedlich aus. Wir haben damals auch überlegt, ob wir selbst einen Gesetzentwurf formulieren, haben uns dann aber mit den Berliner Aktivisten unterhalten. Die haben uns dann erzählt, dass das Ganze den Prozess eher verkompliziert hat, dass sie einen eigenen Gesetzentwurf gemacht haben. Und so haben wir dann entschlossen, dass wir eben keinen Gesetzentwurf selber machen, sondern dass wir an Politik und Verwaltung herantreten. Und um den Druck zu erhöhen, haben wir uns dann auch eine Kampagne überlegt. Geht es dann zur nächsten Folie. Die Kampagne war so ein bisschen Fake News. Das kam damals gerade so auf, dass man immer irgendwas erfunden hat. Trump war irgendwie ganz großständig unterwegs auf Twitter und hat irgendwelchen Quatsch erzählt. Das haben wir dann so ein bisschen veräppelt und haben behauptet, die ADFC-Historiker hätten herausgefunden, dass König Ludwig II. Nicht nur im Hinblick auf seine Bauwerke ein sehr visionärer Mann war, sondern dass er auch schon ganz früh erkannt hat, wie großartig die Fortbewegung mit dem Fahrrad ist, wenn nur die Wege nicht so holprig wären. Und deshalb hat er ein bayerisch-königliches Velo-Gesetz erlassen,
dann, das wissen wir alle, ertrank er aber leider unter den bekannten mysteriösen Umständen am 13. Juni 1886 im Würmsee, ehe sein Velo-Gesetz Realität werden konnte. Und kurz bevor das Auto erfunden wurde, war es übrigens auch. Um darauf aufmerksam zu machen und aufzufallen, haben wir dann beschlossen, auch mit Schwimmflügeln zu radeln, denn die Radgesetzforderung sollte nicht untergehen wie einst der Kini. Zugleich waren sie ein Symbol dafür, dass man fürs Mitschwimmen im Verkehr oft noch auf Sicherheitsmaßnahmen zurückgreifen will oder sogar muss. Dann die nächste Folie. Da seht ihr jetzt das königbayerische Velo-Gesetz, den unsere Historiker entdeckt haben. Darin steht zum Beispiel, jede Stadt, jedes Dorf, jeder Markt und jede Gemeinde im bayerischen Land soll Platz schaffen für jeden Bayern, der mit dem Velo fährt. Ich glaube, du bist noch nicht weitergegangen, Fabian. Genau, da sieht man das Velo-Gesetz. Oder in Absatz 3. Im Absatz 3 steht, Fuhrwerke und Dampfmaschinen sind nur dort einzusetzen, wo das Velo nicht genutzt werden kann. Ihre fäuligen Dämpfe und infernalischer Lärm sind auf ein Minimum zu reduzieren. Das fanden wir irgendwie ganz lustig. Heute gibt es schon so viel Fake News, dass ich das, glaube ich, nicht mehr machen würde. So, dann zur nächsten Folie. Um unsere Forderung nach dem Radgesetz für Bayern denn bekannt zu machen, haben wir natürlich Gespräche mit allen Landtagsfraktionen gesucht. Der Markus hat schon erzählt. Die Grünen und die SPD haben ein Radgesetz dann auch umgehend in ihre Wahlprogramme aufgenommen. Da waren wir ziemlich überrascht, dass das so einfach ging. Die Freien Wähler und die FDP haben sich auch relativ offen gezeigt, haben es aber nicht in ihr Wahlprogramm geschrieben. Aber die CSU, die hat von Anfang an ein Radgesetz abgelehnt. Und die Meinung vertreten, ihr Radverkehrsprogramm wäre völlig ausreichend. Und das wäre auch ein Eingriff ins Selbstverwaltungsrecht. Und deshalb wollten sie das nicht haben. Und zu dieser Meinung stehen die meisten in der CSU bis heute. Aber dazu komme ich später nochmal. Wir haben dann natürlich außerdem viel Pressearbeit und Veranstaltungen gemacht. Hier sieht man ein Foto von unserer Auftaktveranstaltung, die große Münchner Radsternfahrt am 23. April 2018. Da sind über 5000 Teilnehmende mitgefahren, auch historische Räder und der Kini in der Rikscha. Natürlich sind wir dann über die Ludwigstraße auch gefahren und bis in den Olympiapark. Und dann die nächste Folie. Im Olympiapark hat der Kini dann seine Urkunde verlesen und wir haben mit Politikerinnen und Politikern aus dem Landtag, also mit allen Fraktionen, die im Landtag damals vertreten waren, unsere Forderungen diskutiert. Und auch hier haben alle außer der CSU zugesagt, unsere Forderungen zu unterstützen und haben sich auch unsere Schwimmflügel angezogen. Und jetzt erkennt man sehr leicht, wer der Herr von der CSU ist. Genau, dann die nächste Folie. Wir haben auch Veranstaltungen Dritter gekapert, zum Beispiel hier die Münchner Radelnacht und dann gleich wieder die nächste Folie. Und dann haben wir kurz vor der Landtagswahl noch Wahlprüfsteinfragen an alle Parteien geschickt, ihnen auf den Zahn gefühlt. Wir haben auch ihre Wahlprogramme durchgeschaut, was sie denn im Radverkehr für Bayern getan haben und was sie planen zu tun und ob sie ein Radgesetz fordern. Und hier sieht man das Ergebnis, nur eine Partei hat 5 Krönchen bekommen, die anderen hatten deutlich weniger. Ja, aber jetzt zur Frage, warum wir ein Radgesetz für Bayern fordern. Dann zur nächsten Folie. Ich habe schon gesagt, unser Vorbild war der Volksentscheid Fahrrad und das Mobilitätsgesetz in Berlin. Wir haben erkannt oder auch die haben dort schon erkannt, dass die bisherigen Verkehrsgesetze, also auch die auf der Bundesebene, zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung und das Straßenverkehrsgesetz, vor allem die Flüssigkeit des Kfz-Verkehrs im Fokus haben und dass sie sich wenig kümmern um die Sicherheit für Schwächere, auch nicht um die Mobilitätswende oder Klimaschutz. Das kommt alles im Straßenverkehrsrecht nicht vor. Und es gibt eine konkurrierende Gesetzgebung für den Straßenverkehr. Also sowohl der Bund als auch die Länder haben Gesetzgebungskompetenz. Das ist aufgeteilt und steht in Artikel 74 vom Grundgesetz, ist die Nummer 22. Und das ist eben die Grundlage, weshalb die Länder auch Regelungen zum Straßenverkehr treffen können oder könnten. Die Radverkehrsförderung ist keine Pflicht und sie ist weitestgehend den Kommunen überlassen. Und was uns auch stört, es gibt kaum Daten und auch eine mangelhafte Ausbildung und Standards. Die Empfehlung für die Radverkehrsanlagen, die sogenannte ERA, die ist aus unserer Sicht ungenügend und noch dazu ist sie in Bayern nicht verbindlich. Um nochmal zur ERA ein bisschen mehr zu sagen, die nächste Folie. Bei der ERA ist es nämlich so, dass die Verkehrsplaner sich seit 1994 an diesem Regelwerk
orientieren. Also das heißt, es ist eine Empfehlung für Radverkehrsanlagen, kurz die ERA. Sie wird herausgegeben von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Und das Problem mit dieser ERA ist, dass einerseits irgendwie doch oft versucht wird, sich sklavisch daran zu halten. Andererseits ist sie nicht mehr zeitgemäß, weil sie wurde seit 2010 nicht mehr angepasst. Und wir wissen alle, 2010, das ist schon recht lange her, da gab es zwar die herkömmlichen Drahtesel, aber nicht wie heute Pedelecs, Lastenräder, Spezialräder, Velomobile, Amadeus, was alles momentan unterwegs ist als Fahrräder. Und es gibt auch sehr, sehr viel mehr Radverkehr als damals und entsprechend auch mehr Platzbedarf und eine ganz andere Anforderung an die Infrastruktur. Jetzt tüfteln schon seit vielen Jahren die immer selben älteren Verkehrsplanungsherren an einer Fortschreibung dieser Ära und versuchen, das an die aktuelle Zeit anzupassen, aber das kommt und kommt nicht. Momentan steht auf der Website, dass 2022 die Überarbeitung und Fortschreibung veröffentlicht werden soll, aber das heißt es schon seit mehreren Jahren. Und dazu kommt, in den meisten Ländern ist diese Ära nicht mal verbindlich, auch in Bayern ist sie nicht verbindlich. Manchmal muss ich sagen, bin ich auch ganz froh, weil eben diese momentane Ära hinter den Anforderungen zurückbleibt, die wir eigentlich stellen. Dann kannst du die nächste Folie auflegen. Hinzu kommt, dass trotz der Ära es ein weiteres Problem gibt. Falls überhaupt vorhanden, sehen Radwege überall anders aus. Also ihr kennt vielleicht die Vorträge von Timo Graf, einem Verkehrsplaner hier aus Bayern. Der fordert das Publikum immer auf, eine Autobahn zu malen und das bekommt jeder sofort hin. Also mindestens zwei Spuren pro Richtung, Mittelstreifen, Leitplanken und Standstreifen. Aber wenn er jetzt den Leuten sagt, sie sollen einen Radweg malen, dann folgen meist ratlose Gesichter. Weil was soll man da malen? Meist sind die Radwege irgendwie zwischen den Kfz- und Fußverkehr gequetscht. Mal wird der Gehweg freigegeben, mal sind es Bordsteinradwege, mal abmarkierte Streifen, mal soll Radfahrende im Mischverkehr mitschwimmen. Es gibt keine einheitliche Farbe, keine einheitliche Beschilderung und keine einheitlichen Standards. Also das ist alles Fehlanzeige. Deshalb haben wir auch gesagt, wir brauchen ein Radgesetz. Auch das muss geregelt werden. Dann kannst du die nächste Folie auflegen. Also ein Radgesetz soll unserer Meinung nach regeln die Sicherheit aller Radfahrenden und mit aller meinen wir in jedem Alter und auch jedem Könnens, weil wir immer wieder gesagt bekommen, dass viele, viele Leute, und das hat jetzt auch der Fahrradmonitor bestätigt, sehr viel gerne, sehr viel öfter Fahrrad fahren würden, aber einfach für sie die Infrastruktur nicht passt, weil sie sich da nicht wohl und nicht sicher fühlen. Also ist es A und O eine sichere und attraktive Radverkehrsinfrastruktur, dass es ein landesweites Radverkehrsnetz mit gutem Standard gibt, dass der Radverkehr auch in allen Planungen mitgedacht wird. Also wir haben momentan so, dass in Sparten gedacht wird und immer nur eine Verkehrsart geplant und gebaut wird, was echt ein großes Problem ist. Dann soll das Radverkehrsgesetz auch die Zuständigkeit regeln. Dazu gehört auch die Baulast. Und vor allem soll sie auch den politischen Willen und die Priorität sichtbar machen, die die Radverkehrsförderung und der Bau von Radinfrastruktur haben sollen. Und last not least sollen natürlich Ressourcen bereitgestellt werden und die Kommunen sollen unterstützt werden von der Landesebene. Dann kannst du die nächste Folie auflegen. Da habe ich noch mal ein bisschen den Sachstand zusammengefasst. Also das Mobilitätsgesetz in Berlin, das Fahrradkapitel, das wurde im Sommer 2018 verabschiedet. Das gibt es inzwischen und ist auch bereits in der Umsetzung, auch wenn es allen da nicht schnell genug geht, ist es zumindest mal da. Und auch Nordrhein-Westfalen ist jetzt das erste Flächenland, also hat Bayern schon überholt, das an einem Radgesetz arbeitet und 2021 auch einen Entwurf vorgelegt hat. Dann ist es so, dass viele radfeindliche Regelungen auch in den Bundesgesetzen ausfindig gemacht werden können. Und deshalb haben wir 2019 beim Nationalen Radverkehrskongress in Dresden Andreas Scheuer einen Entwurf für ein gutes Straßengesetz für alle überreicht. Unmittelbar danach hat er dann sich an die SCVO-Novelle gesetzt. Das hat uns auch überrascht. Und uns geht diese Novelle zwar noch nicht weit genug, aber jetzt im Rückblick muss man echt sagen, aus Radverkehrslobbyisten-Sicht war der Scheuer auch der beste Verkehrsminister, den wir in den letzten Jahren hatten. Denn seine Vorgänger Dobrindt und Ramsauer, die haben sich um das Fahrrad überhaupt nicht gekümmert, also weder finanziell noch sonst irgendwie. Dann auch sehr interessant, noch eine Folie weiter, Fabian. Auch sehr interessant ist, dass inzwischen auch
in der CSU einige umgefallen sind. Also im Parteitag im Oktober 2019 haben die zwei Anträge beschlossen. Einer davon, der liest sich auch, als würde es sich um ein Ratgesetz handeln. Man kann das alles nachlesen. Die Folien kriegt ihr ja im Nachgang. Da habe ich auch die Links vermerkt. Und aktuell gibt es in Bayern auch 11 kommunale Ratentscheide. Dann habe ich noch eine Folie zum Sachstand, Teil 2. Die nächste Folie bitte. Genau. Es hat sich in Bayern auch eine Zuständigkeit geändert. Also früher war für den Radverkehr das Innenministerium zuständig. Jetzt ist es das Ministerium für Bauen und Verkehr. Da ist inzwischen schon die dritte Ministerin am Start. Das ist aktuell Kerstin Schreier. Und Kerstin Schreier hat sich tatsächlich dran gemacht und hat ein Alltagsradwegenetz in Auftrag gegeben. Beziehungsweise hat es schon Ilse Aigner, ihre Vorvorgängerin, gemacht, das inzwischen auch ausgearbeitet wird. Und sie hat die Mittel für den Radverkehr erhöht, indem sie die Mittel aus dem Bundeshaushalt abgerufen hat, die inzwischen aus dem Klimapaket da bereitgestellt werden. Und so kommen wir auf die aktuell 40 Millionen Euro pro Jahr für Radverkehr und Planung. Und sie hat damit ein Radwegebauprogramm aufgelegt. Wir finden, das ist schon mal deutlich besser als früher mit den 26 Millionen. Aber wenn man weiß, was Radinfrastruktur kostet oder überhaupt Verkehrsinfrastruktur, ist es immer noch sehr, sehr wenig. Dann haben wir zur Bundestagswahl 2021 unsere Forderungen aufgestellt. Die heißen Fahrradland 2030. Das ist unter anderem das Ziel verankert, dass es 30 statt 11% Radverkehrsanteil geben soll, und zwar durch entsprechende Rechtsrahmen, Finanzen und Verwaltung. Und jetzt hat eben vor kurzem am 4.11. die SPD einen Radgesetzentwurf vorgelegt. Und am 19.11. ist Markus dann gefolgt mit dem Gesetzentwurf der Grünen, den wir heute noch diskutieren wollen. Und dann habe ich noch eine letzte Folie, weil eine Frage nämlich immer wieder kommt. Das ist nämlich die Frage, warum habt ihr euch auf eine Kampagne beschränkt und hinter den Kulissen gearbeitet und nicht einfach gleich ein Volksbegehren initiiert, wie das ja auch in Berlin der Fall war? Das ist ganz einfach. Wir waren uns relativ sicher, dass in Bayern damals die Zeit noch nicht reif dafür waren. Denn einerseits wollten uns nur wenige andere Organisationen unterstützen. Und deshalb war uns dann das Risiko zu hoch, einen Volksentscheid womöglich in den Sand zu setzen. Denn die Hürden für so ein Volksbegehren, die sind auch nicht ohne. Also die erste Hürde, das ist 25.000 Unterschriften für einen Zulassungsantrag zu bekommen. Das ist wahrscheinlich nicht das Problem, das kriegt man relativ schnell hin. Aber dann gibt es schon eine Klippe, denn das Bayerische Verfassungsgerichtshof erklärt sehr gerne Volksbegehren als unzulässig, nämlich immer dann, wenn sie konkrete Ausgaben oder finanzwirksame Gesetze fordern. Und man kann bei einem Ratgesetz sagen, dass das durchaus der Fall ist. Und nach der Zulassung, wenn man diese Klippe umschifft hätte, wäre dann die nächste Hürde, dass 10% der Stimmberechtigten, in Bayern rund 1 Million Menschen, innerhalb von 2 Wochen auf die Rathäuser laufen müssen, und zwar während der Öffnungszeiten, und dann dort unterschreiben und ihren Ausweis vorlegen. Und das heißt eben, das Sammeln geht nicht an Infoständen, Haustüren oder per Post. Und wir waren ein bisschen skeptisch, ob die Leute das alle machen, vor allem auf dem Land, wo doch recht viele aufs Auto angewiesen sind und die Rathäuser auch nicht so frequente Öffnungszeiten haben. Deshalb haben wir uns folglich dann erstmal auf die Kampagne zur Wahl beschränkt und auf persönliche Überzeugungsarbeit. Außerdem haben wir die kommunalen Ratentscheide in Bayern unterstützt, und bei den allermeisten waren wir auch Mitinitiator, und so konnten wir den Druck von unten deutlich erhöhen. Und jetzt sind eben diese zwei Gesetzentwürfe da, und wir schauen mal, wie es jetzt hinter und vor den Kulissen weitergeht. Aufhören werden wir jedenfalls nicht, und damit wäre ich dann auch durch mit meinem Vortrag. Vielen Dank. Wunderbar, vielen herzlichen Dank, Bernadette. In gewohnter, kompakter, schneller, dichter, aber doch sehr gut und leicht verständlicher Qualität. Deswegen lade ich dich immer gerne zu Veranstaltungen ein, weil man dir, wie ich finde, einfach gut zuhören kann. Vielen Dank. Applaus gibt es beim Webinar leider nicht, aber ich denke, man kann ihn sich gut vorstellen, wenn die derzeit 80 Teilnehmenden im Saal anwesend wären. An die 80 Teilnehmenden gerichtet. Ich stelle jetzt gleich einige Eckpunkte des grünen Radgesetzentwurfs vor, und Sie haben dann die Möglichkeit, schon Fragen zu formulieren, und zwar in die Fragenbox zu schreiben. Und zwar Fragen sowohl an unseren grünen Gesetzentwurf, aber auch natürlich Fragen an Bernadette als Landesvorsitzende des ADFC.
wenn Sie oder ihr jemand gezielt ansprechen möchtet, vielleicht schreibt er dann dazu, an wen die Frage gerichtet ist. Wenn sie allgemein ist, dann werden wir uns aussuchen, wer sie beantwortet. Meine beiden MitarbeiterInnen, die ich schändlicherweise am Anfang gar nicht begrüßt habe, das hiermit aber nachhole, nämlich die Anne-Marie und der Fabian, werden im Hintergrund das Webinar steuern oder tun das ja auch jetzt schon, werden aber auch im Hintergrund die Fragen sortieren und sichten. Und der Fabian, der auch der parlamentarische Berater unter anderem für Radverkehr der Landtagsfraktion der Grünen ist, wird die Fragen dann einbringen, die Sie stellen. Wenn es recht viele Fragen sind, werden wir vielleicht nicht alle schaffen. Wir hören recht pünktlich um 19 Uhr auf. Das ist unser Format, immer eine Stunde. Eine Stunde ist, glaube ich, leicht verdaulich am frühen Abend. Wir wollen niemand hier erschöpfen. Es gab erst vor wenigen Stunden einen erschreckenden Anlass, der in den Medien aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, Bernadette, ob du es schon gesehen hast und ob es die anderen schon gesehen haben. In der Rosenheimer Straße in München, es war ein sehr lange umstrittener Radfahrstreifen gewesen, der recht neu ist, hat ein rabiater Autofahrer einen Radfahrer absichtlich angefahren und mitgeschleift. Also eigentlich ein schockierender Bericht. Da sieht man, wie emotional und hitzig oft die Konflikte sind an diesem Fallbeispiel. Es ist zum Glück physisch nichts passiert, so wenn ich es richtig gelesen habe, außer dem Schreck und der Aufregung. Natürlich kann man eine vorsätzliche Körperverletzung und einen schweren Eingriff in den Straßenverkehr auch nicht durch ein Radgesetz unterbinden. Beides ist ja jetzt schon verboten. Aber es zeigt, dass wir eine hohe Dichte im Verkehr haben und dass wir großen Handlungs- und Regelungsbedarf haben, um den Radverkehr sicherer und vor allem ein friedlicheres und angenehmeres Auskommen miteinander von allen VerkehrsteilnehmerInnen miteinander zu bewirken. Und ich glaube, das muss das große übergeordnete Ziel sein für alle Maßnahmen, dass wir Gleichberechtigung zwischen den VerkehrsteilnehmerInnen bekommen und damit auch die FußgängerInnen und RadfahrerInnen auf ihre Rechte und zu ihrer Sicherheit kommen. Damit steige ich ein in meine Präsentation. Ich hoffe, man kann sie jetzt sehen. Jawohl, das ist der Fall. Sehr gut. Das Radgesetz hat 29 Seiten mit Begründungen. Wenn man die Synopse noch dazu tut, waren es, glaube ich, 55 Seiten. Das ist ein sehr, sehr umfassendes Radgesetz, das wir vorgelegt haben. Das von der SPD, das ich auch gerne erwähne, ist kein schlechtes. Wir haben dem in der Ausschussberatung auch zugestimmt. Auch die SPD hat unserem zugestimmt. Die widersprechen sich nicht. Das SPD-Gesetz hat einen schmaleren Fokus, ist damit vielleicht ein bisschen leichter verdaulich, wenn man es sich durchliest. Ist auch kürzer. Unseres hat einen sehr umfassenden, breiten Ansatz, soll auch als Baustein gesehen werden oder kann als Baustein verstanden werden für ein umfassendes Mobilitätsgesetz, das dann alle Verkehrsteilnehmer zur Gleichberechtigung führen kann, so wie es das Land Berlin inzwischen ja auch schon umgesetzt hat. Wir fokussieren uns aber jetzt mit diesem Radgesetzentwurf auf den Baustein sozusagen des Radverkehrs und ich stelle nicht alle 29 Seiten in allen Details vor. Das würde den Rahmen völlig sprengen, sondern ich greife einige Punkte heraus, die wir als wesentlich erachten. Vielleicht nochmal ganz kurz aufgegriffen aus grüner Sicht, warum ein Radgesetz überhaupt nötig ist. Das hat mehrere Aspekte. Zum einen wollen wir, wie gerade schon erwähnt, die Sicherheit im Straßenverkehr für die Radverkehrsteilnehmenden massiv erhöhen. Wir haben immer wieder Todesfälle. Wir haben steigende Zahlen von Schwerverletzten, schweren Unfällen im Straßenverkehr bei Radfahrenden. Bei den VerkehrsteilnehmerInnen insgesamt sinken zum Glück die Unfallzahlen, wie der jährliche Bericht des bayerischen Innenministers zeigt. Aber im Radverkehr haben wir eben steigende Unfallzahlen. Deswegen ist ja sehr dringender Handlungsbedarf. Außerdem wissen wir, dass sehr viele Menschen sich aus Scheu oder Furcht vom Radfahren abhalten lassen, weil sie die Situation auf ihren Wegen als unsicher empfinden und mehr Sicherheit zu schaffen, würde das Potenzial des Radverkehrs, das sehr hoch ist, deutlich besser ausschöpfen. Außerdem geht es natürlich um Umweltschutz und innerörtliche Lebensqualität, die wir gewinnen können, wenn Menschen das Auto stehen lassen und auf dieses platzsparende, leise und saubere Verkehrsmittel zurückgreifen. Die Verkehrswende ist tatsächlich auch ein Ziel der Staatsregierung, auch wenn die Verkehrsministerin es letztes Jahr noch beschritten hat. Jetzt nimmt sogar Söder das Wort Verkehrswende in den Mund. Und tatsächlich findet sich auch ein
Verkehrswendeziel in dem Radverkehrsprogramm der Bayerischen Staatsregierung, nämlich 20% Radverkehrsanteil anzustreben. 20%, das ist gemessen nach den Wegen, das ist der übliche Standard, wie international der sogenannte Modal Split gemessen wird, nämlich der Anteil der verschiedenen Verkehrsmittel an allen Wegen, die zurückgelegt werden. Tatsächlich dümpelt Bayern aber bei 11% umeinander, also gerade mal bei der Hälfte. Und die 2020, die Staatsregierung in, ja, bald sind es nur noch 3 Jahren, also bis 2025, bis zur Mitte des Jahrzehnts erreichen wollte, es in weiter Ferne mit den vorhandenen Mitteln, kommen wir dem Ziel nicht näher und werden krachend scheitern. Deswegen braucht es neue Maßnahmen und neue Mittel, nämlich unser Radgesetz. Ein Thema, das vielleicht nicht in der Fläche des Landes nicht das Entscheidende ist, aber starken medialen Fokus genießt, weil es einfach was Neues ist, das sind die Radschnellwege oder Radschnellverbindungen, wie es im Amtsdeutsch ganz genau heißt. Wir haben dort ein Pilotprojekt im Raum Nürnberg-Erlangen und wir haben ein Pilotprojekt im Raum München, nämlich von München nach Garching und Unterschleißheim. Die beide Projekte dümpeln ebenfalls wie die Modal Split-Anteile des Radverkehrs langsam und müde vor sich hin. Es wird jetzt seit 6 Jahren geplant, aber es ist noch nicht in Sicht, wann der erste Quadratmeter Asphalt ausgerollt werden kann, um den RadfahrerInnen den Weg zu ebnen. Deswegen ist hier dringender Handlungsbedarf und wir sehen eben in Freistaat Bayern, dass wir nicht vorankommen und in 2 anderen Bundesländern mindestens rasche Fortschritte, nämlich in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Und der Unterschied ist, dass diese beiden Bundesländer anders als Bayern die Radschnellwege den Staatsstraßen gleichgestellt haben. Das heißt, die Bundesländer dort haben sich als zuständig erklärt, als Baulastträger selbst definiert für die Radschnellwege, genauso wie sie es dort bei den Landesstraßen sind. Deswegen muss auch Bayern nach unserem Dafürhalten, und so machen wir das, schlagen wir das vor in dem Radgesetz, die Trägerschaft für Radschnellwege übernehmen. Damit werden Kommunen entlastet und dieses Klein-Klein, dieses ewige Ringen und Zerren um die beste Lösung zwischen den einzelnen Kommunen, die personell, finanziell eigentlich völlig überfordert sind, wird damit auf die zuständige Ebene für regionale Infrastruktur, nämlich auf den Freistand gehoben. Man darf nicht vergessen, wir tun jetzt seit 7 Jahren umeinander mit den ersten Pilotradschnellwegen, die ja die Piloten sein sollen, weil die besonders leicht zu realisieren sein sollen. Und tun jetzt seit 7 Jahren dann umeinander und es ist nun in keiner Weise fertig. Wir haben alleine im Raum München 14 Pendelstrecken in der Stadt rein und einen Radschnellwegring außen herum, um die Landeshauptstadt München herum, als geeignet erachtet durch Potenzialanalyse des Regionalen Planungsverbands. Das dauert ja bis zur Jahrhundertmitte, wenn wir mit dem Tempo jetzt dazu weitermachen. Deswegen muss da der Freistaat ran und das definieren wir, legen wir fest mit unserem Radgesetz. Verlassen wir diesen plakativen, prestigeträchtigen Teil der Radschnellwege, wo viele PolitikerInnen natürlich wild drauf sind, das rote Band zu durchschneiden, und kommen wir zu den weniger aufregenden Dingen, die in der Fläche des Landes, aber die viel wichtigeren sind, nämlich die Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel zu verbessern. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt in unserem Radgesetz. Wir wollen die Fahrradabstellmöglichkeiten wesentlich besser ausgestalten. Wir wollen Umsteigepunkte an allen öffentlichen Einrichtungen und zum öffentlichen Nahverkehr massiv verbessern, dass es einfach wird und komfortabel wird, das eigene Fahrrad, auch hochwertige Fahrräder, diebstahlsicher und wetterfest abzustellen. Und wir haben uns dann ein interessantes Instrument überlegt, nämlich wir haben ja oft die Situation, dass in bestehenden Wohngebieten schwer im Bestand, im Gebäudebestand gute Radabstellanlagen geschaffen werden können. Bei Neubaugebieten ist es ein leichtes, aber im Bestand ist es schwierig, vor allem dort, wo wir in Stadtzentren eine hohe Bevölkerungsdichte haben. Und haben uns ein interessantes Instrument überlegt, nämlich die Kommune zu ermächtigen, dass sie Pkw-Stellplätze umwandeln kann. Und das kann sie auch jetzt schon. Aber neu ist, die Kosten für die Errichtung guter Radabstellmöglichkeiten, also sowas, wie man es hier zum Beispiel im Bild auf der linken Seite sieht, überdacht, diebstahlsicher, möglicherweise auch mit Stromanschluss zum Nachladen, dass diese Kosten dafür auf diejenigen Gebäudeeigentümer in der Umgebung umgelegt werden können, die selber keine entsprechenden Radabstellanlagen schaffen oder schaffen können. Das ist für die Gebäudeeigentümer in der Umgebung ein relativ kleiner Kostenpunkt, aber die Kommune bekommt damit Handlungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum,
was für den Radverkehr zu tun. Denn ein Rad wird dann genutzt, wenn man es nicht erst aus dem Keller rausschleppen muss jeden Tag, sondern wenn man es praktisch und bequem täglich zur Verfügung hat. Dann wollen wir die ÖPNV-Mitnahme verbessern. Wir haben im Radgesetz drin stehen, dass die ÖPNV-Mitnahme flächendeckend im ganzen Land sicherzustellen ist von den jeweilig zuständigen Aufgabenträgern. Das würde dann auch den Busverkehr umfassen, Straßenbahnen, die Eisenbahn natürlich. Das ist eine sehr wichtige Sache, dass das Rad auch mitgenommen werden kann. Ferner haben wir Aussagen getroffen, dass Serviceinfrastruktur geschaffen werden muss, also Lademöglichkeiten dort, wo es möglich ist, vor allem dort, wo im öffentlichen Raum für Pkw-Lademöglichkeiten geschaffen werden wird, dass auch Fahrräder eine Lademöglichkeit bekommen sollen. Und wir stellen die Spezialräder den Lastenrädern gleich, so, was eine sehr wichtige Sache ist, zwar für eine kleine Personengruppe, aber eine wichtige Korrektur ist. Ein anderer Punkt, der sehr großen Umfang in unserem Radgesetz einnimmt, das ist der Bereich der Radwege und Radinfrastrukturplanung. Zum einen wollen wir eben bei den Radschnellwegen die Gleichberechtigung mit den Staatsstraßen, aber darüber hinaus wollen wir grundsätzlich, dass bei Planungen Radwege und Straßen für motorisierten Kraftverkehr gleichberechtigt behandelt werden. Momentan ist es ja so, dass Radwege nur dann Platz finden, wenn halt irgendwie noch Platz ist und wenn man sich gerade darum kümmern mag. Damit soll Schluss sein. Wir wollen, dass immer dann, wenn Straßen neu geplant werden oder umgeplant werden, ich hoffe ja mehr umgeplant als neu geplant, weil wir haben eigentlich schon mehr als ausreichend Straßen, aber immer wenn sie saniert werden oder wenn sie geändert, umgebaut werden, dass dann Radwege gleichberechtigt mitgedacht werden und kein Vorrang mehr oder kein Automatismus besteht, Straßen nur für motorisierten Verkehr zu planen. Außerdem wollen wir ein Radvorrangnetz, und zwar bayernweit, das der Freistaat Bayern plant, entsprechend beschildern lässt, und ein Radvorrangnetz, das dann auch alle evaluiert und alle paar Jahre wieder neu fortgeschrieben wird. Da sollen Lückenschlüsse erfolgen und es sollen grundsätzlich Einbahnstraßen und Sackgassen, das sind ja zwei verschiedene Dinge, geöffnet werden, sofern es natürlich ansatzweise baulich irgendwie geht. Also wir reißen deswegen kein Haus ab, aber wo es irgendwie geht, müssen Sackgassen geöffnet werden, dass RadfahrerInnen durch können und Einbahnstraßen auch in der Gegenrichtung befahren werden können. Wenn das einmal verwehrt werden soll, dann muss es ausführlich begründet werden, so steht es in unserem Gesetz. Radverkehrspläne sollen flächendeckend erstellt werden, und zwar nicht nur vom Freistaat Bayern fürs Radvorrangnetz, sondern dann eben auch von den nachgeordneten Straßenverkehrsbehörden, sei es in den Kommunen, in den Städten, in den Landkreisen, flächendeckend in Bayern sind, Radverkehrspläne aufzulegen, zu evaluieren und auch vorzuschreiben. Eine ganz wichtige Grundlage, die wir eingebaut haben in unser Radgesetzentwurf, das ist, dass der Umweltverband priorisiert werden soll. Im innerstädtischen Verkehr muss der Fuß-, Rad- und ÖPNV Vorrang bekommen, und dort, wo Platz ist, kann der Pkw-Verkehr sein oder der motorisierte Kraftverkehr. Momentan ist es ja leider umgekehrt zu uns aller Leidwesen in unseren Städten und Orten. Den Punkt Sicherheit habe ich schon erwähnt und Bernadette auch schon ausgeführt. Wir verankern in unserem Radgesetz die Vision Zero, also das Ziel Null Verkehrstote und deutlich weniger Unfallzahlen. Wir setzen Standards im Bau und Unterhalt der Wege, zum Beispiel bei Sichtbeziehungen, bei der Ausgestaltung von Kreuzungen. Wir legen fest, dass Ordnungswidrigkeiten zu ahnden sind. Das ist ja momentan die Situation, dass Ordnungswidrigkeiten, also Gehwegparken und in unserem Fall jetzt hier Radwegparken, Falschparken, geduldet werden, dass nicht eingeschritten wird. Viele Kommunen würden gerne selber einschreiten, dürfen das aber nicht, weil die Polizei zuständig ist und die Polizei, die wiederum eine Einrichtung des Freistaats Bayern ist, ist angewiesen, das nicht vordringlich zu ahnden, und dann unterbleibt es halt, es unterliegt dem Opportunitätsprinzip. Das wollen wir ändern, denn Falschparken und Fahrradparken, genauso wie Fußwegparken, gefährdet Menschen, die dann ausweichen müssen und sich zum Beispiel auf der Fahrbahn mit dem Kraftverkehr mischen und in Gefahr bringen. Gerade die Schwächsten unserer VerkehrsteilnehmerInnen, nämlich Kinder, aber auch SeniorInnen, sind dadurch sehr in Gefahr. Und nach unserer Auffassung ist die Sicherheit das höhere Gut vor der Bequemlichkeit des Abstellens eines Kraftfahrzeugs.
Dann können wir zwar nicht vorschreiben, dass alle Lkw mit Abbiegeassistenzsystemen ausgerüstet werden sollen. Das geht rechtlich nicht in Bayern. Da kann jetzt nicht jede Kommune oder jedes Bundesland, auch nicht mal jeder Nationalstaat, eine Extrawurst machen und unterschiedliche Vorschriften erlassen. Es hat schon auch seinen Sinn, damit Fahrzeuge international und allgemein unterwegs sein können. Das liegt in der Natur der Sache. Aber wir können, bis mal die EU soweit ist, das entsprechend zu regeln, einheitlich zu oder eine EU-weite Regelung in Kraft tritt, können wir immerhin veranlassen mit unserem Radgesetz, dass alle LKWs, die dem Freistaat Bayern gehören oder vom Freistaat Bayern gefördert werden, dass diese mit Abbiegeassistenzsystemen schnell ausgerüstet werden. Ein weiterer Aspekt ist noch der Schulweg und die Erziehung. Wir schreiben in unserem Ratgesetz fest, dass der Freistaat Bayern sich kümmern muss um entsprechende schulpädagogische Maßnahmen, um die SchülerInnen zur Verkehrssicherheit und zur selbstständigen Teilnahme mit dem Fahrrad am öffentlichen Straßenverkehr zu, anzuhalten und das zu erziehen und zu lernen. Das findet natürlich jetzt schon in gewissem Umfang statt, in Zusammenarbeit mit der Polizei, mit den Radverkehrstrainings in der 4. Klasse, in der Grundschule. Das ist ein guter Ansatz, aber das ist bei weitem nicht ausreichend. Sehr viel ist jetzt auch in Corona-Zeiten einfach ausgefallen. Ein ganzer Jahrgang hat da sehr wenig davon mitbekommen. Das muss deutlich systematischer und umfangreicher passieren. Es geht schließlich hier um Menschenleben und um Sicherheit. Beim Schulweg haben wir noch eine interessante Sache, wie ich finde, nämlich wir haben uns orientiert an den Schulstraßen, die in Wien gemacht werden. Da ist es nämlich so, dass in der Früh zwischen 7 und 8 oder 7 und 9, nämlich zu den Zeiten, wo Hol- und Bringverkehr stattfindet, und auch entsprechend an den Schulendezeiten, das Halten direkt vor der Schule untersagt wird, werden die Schulstraßen gesperrt, sodass der motorisierte Kraftverkehr nicht bis zur Schule vorfahren kann und das Chaos an Elterntaxi, was wir in der Regel vor Schulen vorfinden, wird unterbunden. Wir haben uns daran orientiert, machen es ein bisschen anders. Wir schreiben, wo Probleme mit Elterntaxis stattfinden und die Situation beengt ist, dass dort verkehrsberuhigte Zonen ausgewiesen werden müssen, in denen die Leichtigkeit des Autoverkehrs, den die Straßenverkehrsordnung ansonsten ja vorschreibt, nicht gilt, sondern eben der Schutz der Kinder. Dann zum Schluss noch, wir haben auch noch ein paar weitergehende Gedanken eingebaut, nämlich eine Landesagentur für Mobilität soll geschaffen werden oder wird mit unserem Radgesetz geschaffen, wenn das Radgesetz denn angenommen werden würde. Diese Landesagentur ist angelehnt an eine Agentur, die es in Baden-Württemberg schon gibt, die Kommunen dabei beraten soll, ja, all das, was in dem Radgesetz drinsteht, nämlich eine gute und sichere Radinfrastruktur, aber auch Fußverkehrsinfrastruktur, einen guten öffentlichen Personennahverkehr, nämlich alle Mobilitätsfragen des Umweltverbundes zu beraten und zu unterstützen. Denn wir haben in Bayern 2056 Kommunen und darauf zu warten, bis die Kommunen von selber soweit sind, die Dinge alle umzusetzen, das wird nicht funktionieren. Die brauchen Hilfe und Unterstützung. Zum Beispiel auch durch Radverkehrsbeauftragte in allen Kommunen, die wir vorschreiben. Da kann auch die Landesagentur dann entsprechende Hilfestellung und Fortbildung ermöglichen. Ja, all diese Sachen greifen ein in verschiedene Gesetze, die hier aufgelistet sind, die ich nicht vorlesen muss. All das umfasst auch unser Gesetz. Als Ausblick noch, wir hatten ein Fachgespräch, wir hatten eine Sachverständigenanhörung im Bayerischen Landtag, wo ebenfalls die Bedeutung eines Ratgesetzes als Ergebnis festgehalten worden ist. Wir hatten eine erste Lesung von unserem Ratgesetz und auch von dem der SPD im November 2021, jetzt vor wenigen Wochen. Im Verkehrsausschuss hatten wir es Ende November. Beide Gesetzentwürfe, CSU und Freie Wähler als Regierungsfraktionen, haben es abgelehnt. Es wird jetzt in weiteren Fachausschüssen im Bayerischen Landtag gelesen und voraussichtlich im ersten Quartal des nächstkommenden Jahres dann die zweite und abschließende Lesung erfolgen. Wir können noch hoffen und appellieren, dass unser Ratgesetzentwurf und gerne auch der SPD angenommen werden soll. Zu erwarten ist es allerdings nicht. War das Ganze dann für die Altpapiertonne? Nein, das war es nicht. Auch die CSU ist ja, wie wir schon gehört haben, gehalten, von ihrer eigenen Partei einen Ratgesetzentwurf vorzulegen. Mit unserem Ratgesetzentwurf liegt die Messlatte, die Benchmark. Daran werden wir messen, ob andere Entwürfe, die kommen werden, was taugen oder nicht. Spätestens aber ab 2023, wenn wir in Bayern regieren, können wir aber auf diesen Entwurf hier zurückgreifen und ihn einfach umsetzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich gespannt auf Ihre und eure Fragen.
Ja, dann schalte ich mich bei der Gelegenheit wieder zu und darf erstmal so ein paar Herzchen als virtuellen Applaus hier weitergeben nach beiden Vorträgen. Das ist immer geräteabhängig. Gibt es die Option oder nicht? Aber es sind Menschen da und wir sind jetzt gerade 80 Menschen im Raum. Von denen kam viel positive Reaktion und auch schon eine ganze Reihe an Fragen. Ich versuche zusammenfassend darauf einzugehen und starte mal eben mit der ÖPNV-Mitnahme, da gab es zwei Fragen dazu. Einerseits eine kostenlose Mitnahme ab 9 Uhr, wie das in anderen, zum Beispiel im Nachbarbundesland der Fall ist, und inwiefern da sonst auch im Großraum München die Mitnahmemöglichkeiten angedacht sind. Und ich schließe auch gleich noch eine weitere Frage an, dass wir vielleicht ein paar zusammen kriegen. Und zwar gab es jetzt doch einige Nachfragen zum Falschparken, Gehwegparken, inwiefern da Kommunen handeln können und worauf man sich berufen kann. Es gibt ja die ein oder anderen Dienstanweisungen, die dann wiederum über die Landesebene über die Polizei kommen. Und Moment, jetzt rutscht mir die Liste durch, weil hier viele Fragen auf einmal kommen. Genau, können wir mal noch dazu bleiben. Zum ÖPNV gab es gleich noch eine Ergänzungsfrage. Nee, fangen wir mal damit an. Ich sortiere weiter. Die ÖPNV, ja, Er soll wer sich was berufen soll. fühlt. Gut, ich fühle mich so ein bisschen berufen, denn wir haben auch so eine Fachgruppe Radmitnahme, die sich sehr viel austauscht, sowohl mit den Verkehrsverbünden als auch mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die auch immer guckt und bei Umbauten von Zügen beraten darf. Es gelingt nicht immer, wie beim München-Nürnberg-Express. Da wurden sie zwar eingebunden, aber zu spät, da wurde dann zu spät festgestellt, dass die Einstiege sehr, sehr eng sind und man die Radabteile, die erfreulicherweise ausgeweitet wurden, kaum erreicht. Also wir setzen uns schon auch ein, dass die Radmitnahme auf jeden Fall sehr, sehr, sehr verbessert wird, weil ich hatte es im Vortrag schon gesagt, beim Fahrradklimatest kriegt Bayern hier besonders schlechte Noten, also es ist wirklich auffallend. Und eine kostenlose Radmitnahme fänden wir auch gut. Allerdings sehen wir auch, dass die auch einiges an Geld kostet und momentan ist seitens der Staatsregierung überhaupt keine Bereitschaft da, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Und deshalb ist es in Bayern momentan relativ aussichtslos, dass eine kostenlose Radmitnahme relativ bald kommt. Aber natürlich wäre sie sehr wünschenswert, weil sie natürlich die Multimodalität erhöht. Offener für diese Gespräche ist der MVV zumindest. Mit dem sind wir momentan in Gesprächen und haben vorgeschlagen, dass die Sperrzeiten zumindest auf den Außenästen aufgehoben wird, sodass man die Radmitnahme dort einfacher machen kann. Dass es auch das Fahrradticket zumindest in der Online-Version günstiger gibt. Also es kostet ja 3,10 € aktuell eine Fahrradtageskarte für den MVV, was schon mal deutlich billiger ist als die landesweite Fahrradtageskarte. Und ja, da waren die relativ offen. Da werden im nächsten Sommer wahrscheinlich so Piloten probiert werden. Und insofern sind wir da relativ hoffnungsfroh, dass sich da ein bisschen was wenigstens tut. Aber von der kostenlosen Radmitnahme wie in Baden-Württemberg sind wir leider mangels Bereitschaft der Staatsregierung momentan weit entfernt. Okay. Kurz zum Thema Ahndung von Falschparken war noch die andere Frage, Fabian, die du da eingebracht hast. Ich bin mir nicht sicher, ob Bernadetta nicht die kompetentere Auskunftsstelle ist, wie das genau geregelt ist. Ich weiß das nur in Ansätzen. Wir sind aber da gerade dran, uns zu kümmern. Wir wollen parlamentarisch im ersten Quartal uns damit beschäftigen im Bayerischen Landtag. Fabian und ich bereiten uns darauf gerade vor. Denn es sind immer wieder ja, Auffälligkeiten und Unregelmäßigkeiten sozusagen, wo auch Kommunen handeln wollen, es dann aber wieder nicht können, die Polizei nicht vielleicht auch reagieren möchte, als ja aber nicht soll und die Polizei auch ja, personell stark ausgelastet ist, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, einen riesigen Überstundenberg vor sich herschiebt. Und wir haben auch noch die Situation, dass momentan juristisch die Plattformen, auf denen man Fotos einreichen kann, damit sie zu einer polizeilichen Ahndung führen, hoch umstritten sind.
Da war erst vor wenigen Tagen ein interessanter FAZ-Artikel, also Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen von Leuten aus Bayern, die sich die Fotos hochgeladen haben und zur Polizei geschickt haben. Und anstatt dass dann geahndet wurde, haben sie selber juristische Schwierigkeiten bekommen, weil die Polizei der Auffassung war, sie würden hier gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen, indem sie Daten des Beschuldigten sozusagen, des Falschparkers, nämlich der Kfz-Kennzeichen, hier weiterverarbeitet hätten. Also eine hanebüchene Rechtsauffassung, aber die gilt anscheinend oder greift in Bayern in gewisser Hinsicht. Und es kam hier zu Bußgeldbescheiden wegen Ordnungswidrigkeit. Und zwar nicht nur in einem Fall. Insofern wollen wir das aufarbeiten und parlamentarisch debattieren. Meines Erachtens ist, wie ich es vorher schon gesagt habe, das Falschparken eine Gefährdungssituation. Und dieses Gut der Sicherheit wiegt schwerer als das Gut, sein Fahrzeug irgendwo abstellen zu können. Deswegen muss da eingegriffen werden. Und dazu braucht die Polizei andere Vorgaben. Aber Bernadette, vielleicht kannst du das genauer fassen oder auch Fabian. Ganz kurz, bevor du ergänzt, Bernadette, es gibt auch noch ein paar Anschlussfragen, was die Kommune vielleicht machen kann, um gerade hinsichtlich Schulverkehr am Morgen, bestimmten Zeiten vielleicht da eine Verbesserung der Situation. Das ist dann nicht mehr nur noch Radverkehr, sondern Fußverkehr, zumindest wenn die Kinder noch kleiner sind. Was man hinsichtlich dessen machen kann. Und tatsächlich greift das auch so ein bisschen in den Bereich hinein, was denn überhaupt passiert, damit dein Auto falsch parkt. Und auch da gab es ein paar Fragen zur Parkraumbewirtschaftung, bei denen momentan ich vielleicht ganz kurz nur erwähne, dass wir erneut beantragt haben, dass Kommunen den Höchstpreis fürs Kurzzeitparken ausweiten können und auf unter anderem unseren und andere Anträge auch das Bewohnerparken so verteuert werden kann, dass es nicht mehr nur noch die Bearbeitungsgebühr des Papierzettels beträgt, sondern auch die bundesweit ermöglicht wurde, dass Kommunen da höhere Sätze festlegen. Da sind wir dran, dass da in Bayern auch die landesweite Regelung kommt, damit Kommunen das überhaupt können. Aber insofern jetzt so ein paar kommunale Möglichkeiten, da sicherere Sichtbeziehungen, Kreuzungen und Falschparken zu vermeiden. Bernadette. Genau, also was die Ahndung von Radwegparken und Gehwegparken betrifft, hat der Markus eigentlich schon alles gesagt. Wir haben auch persönlich mit Innenminister Herrmann das schon thematisiert, dass da Leute angezeigt werden, statt dass die Radwegparker geahndet werden. Es ist aus unserer Sicht so, eigentlich sind die Gesetze jetzt relativ gut und mit der StVO-Novelle sind auch die Ordnungsgelder ja deutlich gestiegen. Aber solange die Polizei es halt nicht vollzieht und nicht umsetzt, in manchen Städten sind da auch noch die kommunalen Verkehrsüberwachungen mit drin. Und auch da gibt es irgendwie immer einen Zuständigkeitsstreit, wer jetzt eigentlich zuständig wäre, das zu ahnden und dort was zu machen. Solange wird das, glaube ich, auch nicht besser werden. Und deshalb fordern wir, dass man Radwege im besten Fall einfach gleich so baut und schützt, dass man gar nicht darauf parken kann. Geht mit Pollern oder Blumenkübeln oder was auch immer. Aber momentan ist es ja tatsächlich so, dass Radstreifen einfach auf die Straße gepinselt werden und Farbe ist halt keine Infrastruktur, heißt es so oft. Das wird dann nicht respektiert und dann wird da drauf gefahren und geparkt. Also das wäre auch ein Ansatzpunkt, nicht nur Kontrollen zu verstärken, sondern eben auch die Radwege einfach baulich besser zu schützen. Und natürlich ist auch Parkgebühren ein großes Thema. Es sind ja jetzt auch die Bundesländer aufgefordert, da landesweite Regelungen zu erlassen und einen Rechtsrahmen zu setzen. Manche Bundesländer haben das schon gemacht. Bayern lässt sich da schon wieder sehr, sehr viel Zeit. Wir haben letztes Jahr im Herbst mitbekommen, dass dann da Verbändeanhörung läuft und dass da komischerweise nur so Verbände wie die IHK und Handwerkskammer und ADAC befragt wurden, haben uns dann da zusammen mit anderen Umweltverbänden reingequengelt und durften dann auch Stellungnahme abgeben. Wir haben dort gesagt, dass momentan also diese 30 Euro Anwohnerparken zum Beispiel überhaupt keinen Effekt hat, natürlich. Also viele Menschen haben so einen Parkausweis und haben einen Tiefgaragenplatz und parken halt dann im öffentlichen Raum, weil es einfach bequemer ist, als in die Tiefgarage zu fahren. Und so haben Kommunen überhaupt gar keine Steuerungswirkung. Und deshalb haben wir dafür plädiert, dass diese Anwohnerparkgebühren tatsächlich erhoben werden und auch die Preise widerspiegeln, dieser öffentliche Raum auch in Bewirtschaftung und Instandhaltung und so weiter dann auch kostet.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die anderen Fragen waren. Das war so viel auf einmal. Ich glaube, der Teil war schon durchaus gut beantwortet. Ich würde jetzt noch mal ein neues Bündel aufmachen, was so ein bisschen mehr auf die Folie zur Planung anspielt. Und zwar hinsichtlich vor allem auch der Straßenbaulast und Zuständigkeiten, was da jetzt eben auch der Vorteil sein kann von der Radgesetzgebung, wie da Kommunen entlastet werden können, wie auch die finanziellen Mittel für den Radwegebau da eine Rolle spielen. Also was auch an finanziell, was das finanziell auch bedeutet, wer es zahlen soll. Hinsichtlich der Radschnellwege gab es dann noch einen ganz netten Exkurs, was passiert, wenn die Radschnellverbindungen zwischen Kommunen geplant werden sollen. Also gibt es da quasi auch Modelle, was kann man tun, damit es eine Pilotstrecke wird? Was sind da die Netzlückenschlüsse? Welche Möglichkeiten gibt es dafür? Und im Zuge dessen gab es hier noch eine weitere Frage, ja, eben was da die Bündelung der Zuständigkeiten bringen kann oder wie die jeweilige Straßenform, an der der Radweg vielleicht auch verläuft, wenn es kein selbstständiger Radweg ist, da am besten aufgehoben und zugeordnet ist. Ansonsten würde ich das Bündel gleich mal zur Beantwortung stellen, aber noch zwei kleine Teilfragen reinnehmen. Wenn es okay ist, die einfach ganz vielleicht auch ein bisschen leichter zu beantworten sind. Das eine ist, betrifft tatsächlich die Beleuchtung von Radwegen, was ja auch ein Sicherheitsaspekt ist, wenn die jetzt nicht an der Straße so bei, oder auch wenn sie an der Straße entlang laufen. Und wenn es aber selbstständige Radwege sind, ob es hier auch Pläne gibt, vielleicht Insekten- und umweltfreundlicher zu beleuchten. Ich glaube, da ist die Lichtverschmutzung so das Stichwort. Gut, letzteres ist eine technische Frage. Da bin ich natürlich persönlich sehr dafür und bestimmt auch meine Fraktion, das möglichst insektenfreundlich zu machen und die Möglichkeiten, die wir hier haben, auszureizen. Das haben wir jetzt allerdings in unserem Gesetzentwurf nicht drinstehen. Das ist ja also eher eine Naturschutzfrage sozusagen als eine des Radgesetzes. Haben wir hier nicht drin. Ich kann aber was sagen zu der finanziellen Ausstattung. Bei der Frage fühle ich mich angesprochen. Das ist eine Frage ja des Haushalts, des Staatshaushalts auch damit und damit ein hoheitliches Recht des Bayerischen Landtags, der über den Haushalt entscheidet. Wir haben momentan die Situation, dass wir im Bayerischen Staatshaushalt 400 Millionen Euro grob gerundet für den Aus-, Neubau und Sanierung von Staatsstraßen drin haben, wovon die Hälfte in den Aus- und Neubau geht. Ja, da ist ein kleiner Teil, darauf legt das Ministerium auch immer Wert, auch für Radwege vorgesehen, aber halt nur ein kleiner Teil. Der allergrößte Teil, der geht in neue Trassen, die unsere Landschaft durchschneiden oder zumindest in Ausbauten, wo zusätzliche Spuren für den motorisierten Verkehr dran gebaut werden oder auch in die Sanierung. Da fließt sehr viel Geld hinein. Insgesamt sind es in Bayern sogar ja, schwankend 2 bis 3 Milliarden Euro pro Jahr, die in den Straßenbau für den Kraftverkehr fließen. 2 bis 3 Milliarden, der große Teil sind Bundesmittel, aber auch ein hoher Anteil davon über die Kommunen, die wiederum vom Freistaat kofinanziert werden, nämlich mit den FAG-Mitteln und anderen Fördertöpfen für den kommunalen Straßenbau. Und wenn man das alles zusammennimmt, sind es 3 Milliarden Euro. Auf allen Ebenen geht ein bisschen was in den Radverkehr, das stimmt schon, aber das ist schon fast etwas zugespitzt formuliert, das ist schon fast Homöopathie. Das Wesentliche wird für Auto und Lkw gebaut. Und das wollen wir dringend ändern. Und das würde tatsächlich auch unser Radgesetz auslösen, denn wir haben das Konnexitätsprinzip in Bayern. Und wenn wir Sachen den Kommunen anschaffen, zum Beispiel eine Radnetzplanung, einen Radverkehrsbeauftragten, und ähnliche Dinge, bestimmte Standards einzuhalten, bei Sanierungen Radwege zu bauen und zu planen. Das kostet ja was und das muss man den Kommunen natürlich dann auch bezahlen, zumindest zum Großteil. Ein bisschen Eigenbeteiligung kann man sicher erwarten, aber im Großteil bezahlen. Das ist auch angemessen, da die Kommunen permanent neue Lasten aufgebürdet bekommen von der Staatsregierung. Das ist auch wirklich angemessen, künftig anständig zu finanzieren und das wollen wir tun und das Geld ist da. Nämlich im Straßenbau. Und die ganzen Fragen zum Thema Lückenschlüsse und wer ist da zuständig? Es bleibt bei der Zuständigkeit, abgesehen von den Radschnellwegen, die wir auf die Landesebene hieven wollen, bleibt schon bei den Zuständigkeiten, die wir haben. Das ist schon vernünftig.
Nur unser Radgesetz führt dazu, dass die Kommunen, die zuständigen Straßenbaulastträger, Kommunen, Landkreise es dann halt auch tun müssen und den Radweg auch bauen müssen, planen müssen und unterhalten und sanieren müssen, gegebenenfalls. Wir führen sozusagen einen Druck ein, dass es nicht nur irgendwie so ein, ja, Beiwerk ist, sondern ein ganz wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur. Und ein letzter Satz noch: Der Freistaat Bayern macht auch schon tatsächlich eine Radnetzplanung bayernweit. Das ist das Radnetz für Bayern. Viele Kommunalos von euch werden damit schon konfrontiert gewesen sein, dass euch Pläne vorgelegt werden sind, die dann irgendwie völlig anders, möglicherweise völlig anders waren als das, was ihr bisher so an Radnetzplanung hattet. Und wir hatten neulich im Verkehrsausschuss eine interessante Frage-Antwort-Runde mit dem Verkehrsministerium. Und ich habe die Frage gestellt, wie viele Leute arbeiten denn da, sind da externe Planungsbüros eingeschaltet und bis wann sind wir denn da fertig mit dem Bayernnetz für Radler? Da war die Antwort nicht vor 2025 und es ist eine Vollzeitstelle, die bayernweit dieses Radnetz plant. Das ist der Zustand in Bayern, kann ein paar Nuller hinten dran an die Zahl 1. Genau, das ist alles schon super beantwortet. Ich möchte nochmal sagen, es betrifft nicht nur Radschnellwege, die einfach an der Gemeindegrenze enden und dann nicht weitergehen, sondern auch ganz normale Radwege. Also das ist ganz, ganz häufig, dass die eine Gemeinde gerne irgendwas machen möchte für den Radverkehr und dann baut sie halt bis zur Gemeindegrenze und wenn die andere dann nicht mitzieht, dann endet der Radweg da halt. Und das darf eigentlich nicht sein, unserer Meinung nach. Also braucht es eine übergeordnete Planung. Der Markus hat schon gesagt, es wird jetzt ein Alltagsradwegenetz geplant, auch auf unser Betreiben hin. Aber das ist eine Dame, die ist sehr, sehr engagiert, muss ich sagen. Aber natürlich eine Frau für ganz Bayern, kann man sich an einer Hand abzählen, dass da nicht große Schritte gemacht werden. Und da muss natürlich auch noch jede Kommune wieder eingebunden werden und dann soll es auch Bürgerbeteiligung dazu geben und Verbändeanhörungen und so weiter. Also das alles kostet sehr, sehr viel Zeit. Und deshalb ist uns sehr wichtig, dass es eben diese Beratungsagenturen gibt. Also dass jeder Bezirk mindestens eine Agentur hat, jeder Regierungsbezirk, die dann wie in Baden-Württemberg die Kommunen berät. Denn gerade kleinere Kommunen oder auch sehr große Kommunen tun sich relativ schwer, ja, das alleine zu machen, wenn es nicht irgendwie übergeordnete Beratung gibt. Jeder muss dann alleine von vorne anfangen. Und das kostet dann einfach sehr, sehr viel Zeit, die wir eigentlich gar nicht haben, wenn wir schnell auf diesen Radverkehrsanteil kommen wollen, der ja da proklamiert wird. Gut, ja, vielen Dank für diese vielseitigen Antworten auf eine ganze Reihe an Fragen, die, wenn man erstmal so ein bisschen in Schwung gekommen ist, auch gar nicht enden wollen hier. Es tut mir schon leid, muss ich schon mal jetzt sagen, dass wir nicht alle beantworten konnten. Ich habe versucht, so gut wie möglich zusammenzufassen. Grundsätzlich stehen wir aber natürlich auch weiterhin zur Verfügung, wenn es Fragen gibt. Ich poste auch gleich nochmal den Link zur unserer Website in den Chat, auf dem man noch weitere Informationen findet. Ich würde jetzt aber gerne noch eine Abschlussfragenrunde stellen, vielleicht auch an euch beide. Es gab viele Fragen, was man denn jetzt machen kann. Einerseits, damit das Gesetz Erfolg hat, dass die Ideen sich weiter verbreiten. Was kann jeder Einzelne machen? Was ist der Beitrag und Erfolg von Ratentscheiden für die Thematik und bis hin zu den großen Fragen, was passiert auf Bundesebene, was uns hier lokal nutzt. Bitte schön. Mikrofon ist Wir noch hören dich aus. nicht. Es war aber echt, mein Touchpad hat jetzt gesponnen. Ah, wieder. Dann fange ich einfach mal an, bis dein Touchpad wieder geht und wir Ich dich mache wieder den mal hören. laut. Genau. Soll der Markus reden? Sonst antworte ich mal. Genau. Also was kann man denn machen? Man kann natürlich die Forderungen unterstützen, auch politisch Druck machen. Die Ratentscheide machen das auch. Natürlich steht immer noch im Raum, dass man ein Volksbegehren macht, wenn sich die Politik nicht freiwillig bewegt. Also da sind wir durchaus immer noch am drüber nachdenken, auch wenn die Risiken bestehen, die ich vorhin aufgezählt habe.
Und die Frage, was läuft auf der Bundesebene? Auf der Bundesebene sind die Ratentscheide auch sehr gut vernetzt. Es gibt den sogenannten Bundesrat mit D am Ende, wo sich die bundesweiten Ratentscheide vernetzen. Da sind auch die bayerischen Ratentscheide sehr aktiv. Auch da kann man überlegen, ob man sich zusammentut, ob man voneinander lernt. Also wir haben da zum Beispiel auch schon mal die Leute aus Nordrhein-Westfalen eingeladen, die ja für ein Ratgesetz gekämpft haben und einen Volksentscheid auch gemacht haben. Andere Bundesländer machen das auch. Also da kann man sich sehr gut austauschen. Und gestern Abend war auch eine Veranstaltung vom VCD, der tatsächlich auch überlegt, ein Bundesmobilitätsgesetz zu fordern und da eine Kampagne zu machen, einfach um dieses Straßenverkehrsrecht an die Zeit anzupassen, dass es nicht nur ein reines Autorecht ist, sondern ein Straßenverkehrs- und Mobilitätsrecht wird, das auch die anderen Verkehrsarten angemessen berücksichtigt und auch fördert. Und jetzt schauen wir mal, ob der Markus wieder reden kann. Ja, es war irgendwie ein Hänger an meinem Laptop, ganz eigenartig. Es war noch nie. Es gibt immer wieder was Neues. Ja, vielen Dank, Bernadette. Ich wollte dir das Schlusswort lassen eigentlich und mich deswegen vordrängeln, aber dann machen wir es andersrum. Die Stunde haben wir schon überzogen, aber am Anfang haben wir auch ein paar Minuten später angefangen. Deswegen glaube ich, ist es für alle in Ordnung. Es sind auch noch fast alle da, was mich sehr freut. Bei zur Bundesebene wollte ich noch was anmerken. Aber was jeder Einzelne tun kann, das ist natürlich auch dem ADFC beitreten und sich beim ADFC engagieren oder zugleich sich natürlich auch vor Ort politisch engagieren in einer demokratischen Partei und sich dort einbringen und in die kommunale Ratsarbeit sich einbringen, dass dort konkret was vorangeht. Zur Bundesebene habe ich mir gerade noch mal den der Koalitionsvertrag aufgemacht und da steht schon ein sehr guter Satz drin, den unsere grüne Verhandlungsgruppe dort hineinverhandelt hat. Das weiß ich, habe nämlich nachgefragt. Und da steht jetzt drin, wir werden Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung, Bernadette, wie du gerade gesagt hast, so anpassen, dass neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigt werden, um Ländern und Kommunen Entscheidungsspielräume zu eröffnen. Und das ist das Entscheidende, was damit gemeint ist. Das ist, dass die SDVO nicht mehr so sehr einer sinnvollen Nutzung des öffentlichen Raums entgegensteht. Momentan haben Kommunen ja oftmals nicht mal die Möglichkeit, auch das habe ich in der Fragenliste erblickt, eine Frage Tempo 30 anzuordnen, weil wenn nicht bestimmte Unfallschwerpunkte sind oder Lärmemissionen besonders hoch sind, dann sagt die Straßenverkehrsordnung, die Leichtigkeit des Verkehrs, des Autoverkehrs muss Vorrang haben, da muss 50 gelten. Das ist sehr, sehr häufig und es ist eine ewige Auseinandersetzung, bis eine Kommune die Möglichkeit bekommt, 30 zu bekommen. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir reinverhandelt haben in den Koalitionsvertrag, dass die Kommunen entscheiden können sollen, freier, nicht vielleicht völlig willkürlich, aber freier entscheiden können sollen, wie sie den Straßenraum gestalten wollen und wie sie ihn nutzen wollen. Und damit könnten die Kommunen einen riesigen Hebel bekommen, um recht schnell und kostengünstig, nämlich nur mit Verkehrsschildern und Zeichnungen auf der Straße, Markierungen, mehr für sich, für Sicherheit und für einen guten Radverkehr und auch Fußverkehr zu sorgen. Wir hoffen jetzt natürlich, dass leider haben wir das Verkehrsministerium nicht bekommen, sondern es gehört, wie wir alle wissen, der FDP. Aber es ist ja trotzdem eine Koalition und wir hoffen und sind sicher, dass unsere Bundestagsfraktionsmitglieder und Kabinettsmitglieder darauf achten und dringen werden, dass der Koalitionsvertrag auch im Verkehrsbereich umgesetzt wird, dass das, was da drin steht, auch Realität wird und so unsere Kommunen für den Radverkehr hier mehr Handlungsmöglichkeiten bekommen. Also auch das ist noch ein Ansatz, auf den wir hoffen dürfen, über unser bayerisches Radgesetz hinaus. Jetzt sind wir am Ende der Veranstaltung. Ich danke dir, liebe Bernadette, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für deinen tollen Vortrag und für die Beantwortung der Fragen. Ich danke Ihnen und euch allen, dass Sie heute da waren. Ich möchte noch auf zwei Veranstaltungen, auf die nächsten beiden Webinare hinweisen, die bestimmt genauso spannend und interessant. Oh, viele Herzerl sind gekommen. Das zwei Webinare, die mindestens genauso interessant sein dürften. Ich freue mich sehr darauf, dass wir am 1. Februar zu einer ähnlichen Zeit die Geschäftsführerin der AGFK, der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen, Sarah Guttenberger, in einem Webinar haben werden. Sie wird die AGFK vorstellen, gerade für die Kommunalos unter Ihnen und unter euch sehr spannend,
was hat man von der AGFK, was kann die in der Kommune bieten und wie kann die Kommune davon profitieren. Sehr interessante Veranstaltung, glaube ich. Und Themawechsel am 23. Februar, aber Thema Koalitionsvertrag, habe ich Matthias Gastl, den eisenbahnpolitischen Sprecher der Bundestagsfraktion, der Grünen Bundestagsfraktion, zu Gast. Und wir werden ihn mit der Frage konfrontieren, wie geht es jetzt weiter mit der Eisenbahn unter Volker Wissing, aber mit grüner Regierungsbeteiligung. Würde mich freuen, wenn Sie und ihr Zeit finden werdet und das Interesse findet und ihr wieder dabei sein werdet. Bis dahin wünsche ich einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Schließe ich mich an. Danke. Ciao.